Hallo Freunde der Sonne, willkommen zu einem neuen Video. Ich begleite heute jemanden wieder einen ganzen Tag und nicht irgendwen. Den zweitbeliebtesten Rapper Deutschlands, Sido, ich freue mich. Ja, danke. Meine Nummer 1 ist Hengst. Ist doch gut. Ja, meine auch. So, was machen wir denn heute? Wir fahren jetzt auf ein Konzert von mir. Hattest du nicht gerade noch eine Zigarette in der Hand? Nein. Nein, okay. Konzert und wo treten wir auf? In Leipzig. Ja. Es ist noch früh, Mann. Es ist... 13.11 Uhr. Ja, früh. Ja gut, dann fahren wir jetzt los. Kolonne. Du hast echt viele Leute bei. Ja, ein paar Leute sind dabei. Management, Sicherheit. Autos, Fahrer und euch jetzt. Management und uns. Und Rappers. Glaubst du, es wird heute dein schönster Tag mit mir? Mein schönster Tag mit dir, ja? Ja. Der letzte war auch ganz schön. Der letzte fand ich auch ganz schön. Den letzten Tag habe ich auch Geld verdient. Ja, ein bisschen, ja, das stimmt. Ich habe auch Bargeld bei. Gut, spielen wir. Wollen wir hinten einsteigen? Ja, wir müssen nach hinten. Joe sitzt hier. Ihr müsst euch alle anschnallen. Ich, ja. 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 Zack, sind wieder 39.000 weg oder 40. Wenn ich nicht angeschnallt bin. Ja. Aber es ist doch dein Kanal. Ja, aber ich... Ja, auf dich. Ja, aber ich kann ja nichts dafür. Ja, Leute, dann entfolgt mir. So, aber jetzt erzähl doch mal, endlich mal wieder Konzert. Woo! Wuhu! Ich freue mich, ich war noch nie auf einem Sido-Konzert. Ich glaube, heute wird mein schönster Tag mit dir. Ja, ich glaube auch. Was war denn mein letztes Konzert? Bosshaus. Wo denn? Wo Max-Schmeling-Halle. Da habe ich dir einen Tag begleitet. Mhm. Das war gut, die können echt Musik machen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob du das kannst. Ne, ich kann rappen. Ja, das ist auch gut. Wie lange spielst du halt? Das hier, wie lange ist das? Was okay. Ich mich frage ist, ich freue mich, dass ich nicht der Einzige bin, wo Corona zugeschlagen hat. Wieso, wegen Bauch? Ja. Corona hat eigentlich andersrum bei mir zugeschlagen. Das heißt, abgenommen? Ich habe ein bisschen abgenommen, ja. Das war mehr. Das war vorher irgendwie mehr sogar noch. Wir hatten mehr Bauch. Nicht. Aber du bist auch 40 und ab 40 wird es noch schwerer, den wegzukriegen. Ab 30 ist schon hart, ja. Ab 40 ist noch schlimmer. Ich habe gar kein Bedürfnis, ich muss den nicht wegkriegen. Nicht? Nö, hat noch keiner zu mir gesagt, ey, das ist ein bisschen viel jetzt. Ach, ich mache jetzt was ganz Pfiffiges, das haben wir noch nie gemacht. Ich frage jetzt die Instagram-Leute, ob sie Fragen an dich haben für die Fahrt. Ja, so. Mach doch mal. Ja, mache ich doch jetzt auch. Was hältst du von Albaner, wird dann einer fragen. Ja, das natürlich. Und dann, was ist deine Meinung zu Bushido? Ja, genau. Drückst du an Arafat ab? Ja. Und... Was fragen immer noch alle? Warum die Maske? Ja, soll ich ehrlich sein? Ich hab dich ja immer verfolgt. Und als du dann beim Bundesvision Song Contest die Maske abgenommen hast, war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, wieso enttäuscht? Was hast du gedacht? Ich dachte, du siehst aus wie dein Sicherheitsmann. So auf gefährlich. Auf einmal nehme ich die Maske ab und bin breiter. Nein, irgendwie siehst du gefährlich, so eine Narbe im Gesicht, als wenn dich ein Pirat geschlitzt hat. Ja. Das ist ja das Ding mit diesen Masken, ne? Man schürt ja die Neugier bei den Leuten und dann fangen die an, sich so Dinge vorzustellen, wie das sein könnte. Und dann macht man das ja natürlich so extrem, wie man möchte. Das stimmt. Ja. Ich bin eben kein Pirat. Ja. Bin kein Pirat. Das ist, hat mich geschockt. Wie wirst du am liebsten genannt? Wie nennt dich deine Managerin? Sigi. Sigi. Wie nennt dich Knossi? Der sagt immer Paul. Fabio? Sigi. Eigentlich nämlich alle Sigi, außer Knossi. Ah. Okay. Okay, also ist die Sigi am liebsten? Ja, mir ist egal. Und was ist so, wenn Fans? Herr Würdig? Das ist noch nicht vorgekommen, aber sie passiert manchmal. Das ist schlimm, wa? Ja, sie findet dann, oh Gott. Boah, das ist mir letztens, als noch Messen waren, auf IU passiert, dass mich die ganzen kleinen Kinder gesiezt haben. Könnten Sie mal sie? Oh Gott, nee, sie do, heißt das. So, wir haben Päuschen gemacht. Lecker Happa Happa? Ja, Frühstück. Ja, Frühstück. Guck mal, ich dachte eigentlich, ich habe mitgebracht. River Cola, ich habe mir auch Stullen mitgebracht. Ja, ich habe die aber auch von meiner, also ist wirklich von meiner Mama. Oh, die hat auch gesagt, guck mal hier für den Paul. Das sieht aus wie aus dem Kiosk. Gibt es die dann bei dir im Kiosk auch sowas? Nee, dann müsste ich wieder Hygienekonzept und so machen. Weißt du, was ich nicht mag auf den Stullen? Was? Gurken. Das sollten eingelegte Gurken sein. Nee. Dann wäre geil. Wieso? Die Gurken ist ja nur Wasser. Wasser mit Grün. Nochmal ein Song mit Bushido. Looping Louis schreibt das. Looping Louis? Ja. Nee, steht nicht an. Wie ist insgesamt das Verhältnis?
Ich sag mal so, Bushido hat jetzt so aktuell in der Webszene so die gleiche Beliebtheit wie Michael Wendler im Schlagerbereich. Ja. Aber nicht deswegen würde ich keinen Song machen, es steht einfach nichts an. Und wir haben auch so, also kein Verhältnis. Kein Verhältnis mehr? Nee. Gibt es böses Blut, gutes Blut? Nee, auch nicht. Nein. Hast du mit irgendjemandem böses Blut? Nein. Gibt es einen Rapper, wo du sagst, oh, da muss ein Song nicht sein? Nö, kein Rapper, das wäre eher so ein Postbote oder eine Kassiererin oder sowas, auf die ich Hass hätte, wo ich einen Song machen würde. Aber gibt es jemanden, den du gar nicht magst? Ja. Wendler. Wendler. Ja gut, den mag ich auch nicht. Ja. Welche Sachen bereust du in deinem Leben? Ehrlich gesagt habe ich viele dumme Dinge gemacht in meinem Leben, aber ich bereue die nicht, weil ich glaube, es hat alles dazu beigetragen, dass ich heute der bin, der ich bin, und ich fühl mich gut. Ja? Gar nicht? So 0,0? Also ich glaube, dass alles wirklich dazu... Guck mal, geh mir davon aus, diese Bock-WM. Ja. Mit so einem Bock eine Bobbahn, ja, das hätte ich nicht machen müssen. Also es hat mir gereicht, ich wollte immer in der Schüssel so eine Bobbahn runterfahren, als ich das gesehen habe. Habe ich aber nachmittags schon bei den Proben gemacht. Bin ich zwei, dreimal runtergefahren, na, hat das gereicht. Auch. Hätte ich nach Hause fahren können. Du warst doch echt schlecht, wenn ich mich erinnern kann. Ja, der Letzte oder sowas. Ne? Ja. Ich habe ihm da irgendwie meine Show gemacht. Ich hatte dann keinen Bock mehr auch auf das Fahren, dann den Wettbewerb. Ich wollte einfach nur das machen. Hätte ich nicht gebraucht. Aber bereue ich nicht so richtig, weil ich glaube, ich würde heute immer noch denken, oh, wie geil wäre das mal, so eine Bobbahn mit einem Dings runterzufahren. Ah, okay. Heute weiß ich, dass ich es nicht gebraucht hätte. Also ich weiß, es hat mir wenigstens trotzdem auch geholfen. Ne? Was ist das Teuerste, was du dir je gekauft hast? Immobilien. Sagen wir mal weg von Immobilien. Wie teuer war die? 36. Wie viel hast du davon? 36, ich habe viele. Du hast viele Uhren? Ja, ich habe viele Uhren, ja. Warum? Ich sammle Uhren. Hast du schon mal eine verloren, so im Schwimmbad? Nee. Beim Sport liegen lassen? Nee. Ich habe tatsächlich noch nie eine Uhr verloren. Verwettet? Ja. An? Mit Bojan. Boss hat schon mal eine Uhr von mir gewonnen. Wie? Beim Würfeln. Würfeln? Ja. Höchste Zahl gewinnt. Und was hattest du? Weiß ich nicht mehr. Er war höher. Guck mal, ich würde meine Apple Watch setzen. Und gegen die? Nee, wie viele Apple Watches würdest du setzen gegen die? Nee, die eine. Guck mal, da ist Mickey drauf. Okay. Nee. Wie viele sind denn heute da? Weiß ich nicht. Etwa? Drei, vier? Drei. Was kostet das Ticket? 40? 40. Weiß ich nicht, ja, 40. 120 machst du heute. Naja, es kostet ja auch ein bisschen was. Was kostet? Ich habe mal gehört, ein Drittel. Kostet das? Nee, also ein Drittel bleibt beim Künstler hängen. Das heißt 40. Könnte passieren so, ja. Ja, du fährst für 40 dann, aber machst nicht mal kurz die Tomate? Ja, weil das Spaß macht dann. Ja, aber Tomate macht auch Spaß. Nee. Also ich würde da mitmachen. Wie bleibst du so bodenständig trotz Erfolg? Ich sing nicht. Ich mag einfach keine abgehobenen Leute. Deswegen bin ich nicht so. Verhältnis zu BeTight? Lange nicht geschrieben. Kriegt ihr noch die Hälfte deiner Einnahmen? Nee. Kann ich sie jetzt haben? Nee. Das ist steuerlich ein Problem geworden. Ja, war wirklich. Wie viele Steuerfehler hast du am Anfang gemacht, wo du gar keine Ahnung hast und nur Geld gekriegt hast? Sehr, sehr viele. Das hingen wir auch eine Weile nach, sagen wir mal so. Ja? Ja, ja. Warst du mal pleite, obwohl du angeblich reich warst? Ja. Also zu meiner Anfangszeit, weiß ich, habe ich das erste Mal, gucke ich auf mein Konto, das erste Mal Konto überhaupt und gucke auf dieses Konto, 130.000 Euro drauf. Die waren nach, weiß ich nicht, zwei Monaten platt. Platt. Und bis das nächste Geld kam und so, ja. Hat ein bisschen gedauert, dann bin ich Bahn gefahren und so eine Sache. Und ich war schon, aber mein Block Sido war ich schon lange. Erinnerst du dich an deine erste Million? Ja, klar. Frage 2, wie viel hast du mittlerweile? Weiß ich nicht. Was schätzen? Ich lasse mich gerade scheiden ohne Ehevertrag. Wirklich? Ja, reden wir danach noch. Wirklich? Ich habe dich vorhin gefragt, ob der junge Sido in die Zeit zurück, also würdest du dem jungen Sido sagen, mach das alles nochmal oder würdest du wenigstens sagen, Ehevertrag, mein Freund? Nee, ich habe ja vorher darüber nachgedacht. Es war ja auch ein langer Prozess, mich zu entscheiden, mit oder ohne. Das war ja aber da sagt man doch einfach ganz ehrlich, ey Schatz, du verdienst auch gutes Geld, jeder seins. Für Hani und Anni werde ich immer zahlen. Ich sage, bis dass der Tod uns scheidet bei dem Versprechen. Wenn das nicht klappt, muss ich meine Konsequenzen tragen. Muss jeder seine Konsequenzen tragen. Fertig. Und das sind eben die Konsequenzen. Und ich lebe damit. Ich meine, ich mache mein Geld sowieso in erster Linie für die Familie, nicht für mich. Ich brauche nichts. Okay, also meinst du, wenn ich Bella heirate, kann ich auch ohne Ehevertrag machen? Weiß ich nicht. Miss Bella ist reich. Ich glaube, die hat mehr als ich. Ja, dann mach ohne Ehevertrag. Dann mach ohne, okay.
Jetzt kommst du an und gehst direkt Backstage. Ja, weil hier ein bisschen kühler ist. Ich dachte eigentlich, der Wohnwagen da hinten ist für dich. Wieso? Der Wohnwagen? Nee, ja, der sieht so aus, dass du da öfter Zeit verbringst. Der war da so pimmelig aus. Ja. Nee, der ist von Renate. Wer ist Renate? Ja, wir brauchen auch ein bisschen Erleichterung manchmal, wenn wir Konzerte haben. Guck mal, hier ist der Plan. Also, Show Zero 2020 bis 21.50, 22 Uhr, Abrizek. Mal hier. Oh, guck mal, sogar mit Obst und alles. Und Snacks. Du lässt es hier richtig gut gehen. Ja. Hier, jemand wohl. So, es ist jetzt... Es ist 16.14 Uhr und wann geht's los? Um 8? 8.20 Uhr oder so. Was machen wir jetzt so lange? Klar, du entspannst auf Sido-Art. Ja. Das ist hier die Sido-Art. Ja, das ist... Wirst du auch mal sauer? Nö. Also ich habe dich jetzt nur einmal sauer gesehen. Im Internet. Ja, als da so ein Reporter vor der Tür stand, aber das war nachvollziehbar. Ja. Aber sonst wirst du sauer? Nee, ich habe mich auch so noch nie gesehen. Vielen Dank. Das sieht salatig aus. Ja, ich dachte, ein bisschen Salat. Ja, finde ich gut. Salat ist ja, ich, gut. Ich dachte, du hast das Luxury, du hast mehr. Was mehr? Weiß nicht, dicker, dekadenter. Mhm. Freu dich doch, dass es nicht so ist. Nee, ich bin ein bisschen enttäuscht. Wirklich? Ja. Geh zu Renate dann. Hast du eigentlich noch Bock, meinen Blog zu singen? Ja. Arschwick-Song? Ja. Also nicht mehr so richtig Bock, aber die Leute haben Bock und deswegen mache ich es aber auch anders. Ich spiele nicht den ganzen Song, ich lasse viel die Leute machen bei dem Song. Ach so, also das heißt, wenn du vieles Publikum machst, machst du es eigentlich nur den Song für die Leute? Ja, dann ist es der Song, den die Leute sich wünschen im Grunde, ja, um mitmachen zu können. Was ist dein Lieblingssong, den du alleine immer nur für dich singen willst, weil du ihn magst? Melatonin. Aber die mögen die Leute auch. Das ist vom neuen Album, vom letzten Album. Und die mögen die Leute sehr gerne. Also, ich würde dich ja gerne mal den Vogelfänger singen hören. Vogelfänger? Ja. Der Vogelfänger bin ich, ja, steht lustig, heißer Hopsasa. Timo meinte, euch könnte interessieren, wie es hier aussieht. Ich habe mich selbst noch gar nicht umgeschaut, muss ich ehrlich zugeben. Hier ist die Bühne. Jetzt muss man mal gucken, sind denn schon Leute da? Nee. Ach guck mal, wegen Corona kann man gleich mal zeigen, müssen die heute alle auf Stühlen sitzen, dürfen natürlich leider auch nicht tanzen oder so. Aber das ist jetzt schon. Ich komm, wir gehen mal gucken. Vorprogramm ist nachher da. Und dann, wenn DJ Desi und Sigi kommen, dann fällt es runter und dann rasten alle aus. Das sieht eine Bühne. Da steht ein Koffer, da ist Licht, da ist Wasser. Da steht auch der Ablauf. Mein Block kommt, Straßenjunge, Halsmaul, Fuffis im Club, sehr gut. Bilder im Kopf, auch toll, Testament, super und Astronaut. Und falls es eine Zugabe gibt, Carmen und der Arschfick-Song. Natürlich, zum Ende. Ist schon viel, wenn du überlegst nachher, hier ist alles voll und die haben alle gute Laune und haben Bock. Und dann gibt es da Bier, pralle Sonne auf dem Kopf, super. Hätte ich auch Spaß. Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie beim Sido-Konzert. Ich höre die Musik, gebe ich aber vor ihm nicht zu. Sag mal, jetzt war ich kurz pinkeln, auf einmal ist Soundcheck durch. Ja, geht schnell, hab ich doch gesagt. Ich habe gute Leute. Ja, aber du hast, aber wie viele Songs hast du jetzt gesungen? Zwei. Mach mal dein Mikro ordentlich, dann hat der Joe gefuscht. So, und jetzt chillst du rum. Jetzt chill ich hier kurz, dann kommt bestimmt gleich eine Box hier rein. Dann werde ich ein bisschen Musik hören. Was hörst du so für Musik, um dich zu motivieren? Eye of the Tiger? Nee. Rising up, back on the street. That's where the summer went. Ja. Nee, was hörst du so? Ich würde gleich Burna Boy hören. Ein bisschen was Englisches. Okay. Ja, und Burna Boy ist afrikanisch. Aber Englisch und so Grime oder sowas würde ich hören. Oder Bob Marley, drei kleine Vögelchen. Three Little Birds. Ja. Singing a Song of Freedom. Super. Ja. Und du hast ja gesagt, du fängst noch an zu trinken. Ich bin ja auch so ein bisschen enttäuscht. Willst du? Nee, ich will dich zu nichts nötigen. Ich möchte dich aber nötigen. Wir können ja ein Trinkspiel spielen. Aber dann bist du zu betrunken auf der... Wieso 43, ich verliere Trinkspiel 43, 43 kurz ist mein Rekord. Oh shit. Miss Germany-Wahl. Oh shit. Diese Zuckerdinger, ja? Ja, und ich konnte danach noch reden. Und wie viel haben die denn aber Umdrehung? Die haben ja gar nicht so viel. 15? Ja, 15, 17. Naja, okay. Wir trinken jetzt was mit 40. Mein Wodka. Oh, nee. Hast du gar nicht bei? Hab ich nicht bei, doch. Will ich bei haben. Na, können wir nachher trinken. Ich muss heute nicht mehr fahren. Timo fährt. Bruder. Boah, ich weiß nicht, wie der heißt. Fuck. Dann immer Bruder. Ha? Nennst du auch alle Bruder? Ja, Bruder oder mein Kleiner oder Mädel oder so. Ich sag, ich finde, ich habe so zwei große Brüder und dann ist gut.
Und ich hasse es so, wenn ich so in den DPD-Shop reinkomme oder Hermes und ein Paket hole und der mich Bruder nennt. Warum? Weil ich nicht sein Bruder bin. Hm. Ich kenne ihn nicht. Ist das nicht aber nett von dir? Nee. Das ist nicht von ihm? Findest du sogar frech von ihm, dich Bruder zu nennen? Ja. Das ist aber nett gemeint, ne? Nee, aber ich bin ja nicht sein Bruder. Das ist doch eine ganz intime Beziehung. Aber was soll er sagen? Hey, Kumpel? Ja. Nee, Kumpel ist wieder okay. Kumpel finde ich beleidigend. Wieso? Ey, Kumpel. Ja, Kumpel, das sag mal, ey, pass mal auf, Kumpel. Das ist so eher beleidigend. Nee. Bruder ist so richtig nah dran. Du ja, aber du kennst ihn doch gar nicht. Das ist wie eine Umarmung. Aber ich kenne ihn nicht. Und ich hasse andere das Leute. Das ist doch nett. Gerade jemand, den du nicht kennst, nennt dich Bruder. Ja, und dann klaut er mir das Portemonnaie. Nee. Bin ich dagegen. Du dürftest mich Bruder nennen, weil wir uns jetzt kennen. Und Portemonnaie klauen? Ich glaube, ich habe gar nicht so viel drin. Wollen wir gucken? Und Powerbank? Ich sag ja immer, dass ich so viel Geld habe. Ich habe ganz viele Rechnungen drin, damit ich absetzen kann. Na klar. Auch von den Nachbarn immer mitgenommen. Ne? Ja. Hätte ich dir die Rechnung von der Currywurst vorhin mitbringen sollen? Das wäre nett gewesen. Ja, guck, ich habe so 100, 200 Euro. Gut. Und? Aber das habe ich nur durch Zufall bei. Habe ich Angst, dass du es mir klaust, eine Unze. Uff, warum hast du eine Unze bei? Weil ich mir die letztens gekauft habe, weil bis 2000 Euro kann man anonym Gold kaufen. Ja, klar, wie sie gell. Das geht das ganze Schwarzgeld hin, ne? Nein, ich habe kein Schwarzgeld. Das nee, jetzt ja nicht mehr. Geil. Hat schon was, oder? Wie so ein Piraten. Lieb ich. Unze ist 12 Gramm? Ne, 33,3. Oh, also. Oder ne, 31, noch was steht hinten drauf. 31, noch irgendwas. Da steht eine Unze drauf, Mann. Ja, aber nicht, wie viel das ist. Ja. Krieg ich bitte, danke. So machst du dich jetzt richtig warm mit Schoki und lecker essen. Ja, eine Roulade. Bist du vom Bauch nicht denn träge, wenn du so viel im Bauch hast? Bisschen, aber so eine kleine Roulade. Das ist ein Rouletchen. Das ist dein Wodka? Gin. Gin. Oh. Ja. Wodka haben wir auch. Machst du mir Moskau Mule? Wir haben kein Gingerbier da. Ah, macht man da mit Gin, oder? Mit Ginger, ja, mit Gin und Gingerbier. Oh, kaboom. Schon schick verpackt. Wir haben Preise gewonnen fürs Packaging. Wirklich? Mhm. Sieht aus wie eine DDR-Glühbirne. Komplett rund. Aber guck mal, ist der doof in der Bar, kann ich den nicht hinstellen? Doch. Ui! Mhm. Kannst du ruhig ein bisschen antippen, der würde nicht umfallen, mein Großer. Oh, jetzt ja. Ist umgefallen. Ja, hast du doll getreten. Oder der Boden ist schief. Aber das ist ja schick. Oh. Mein Lieber. Mein Lieber. Wenn das eine Rubrik ist bei Schlag den Star, dann habe ich dich, mein Lieber. Ich muss ja. Ich weiß nicht, sauf mal, aber hier Tipps geben. Das ist, als wenn er mir was vom Autofahren sagen will. Boah. Ist ein bisschen weniger, aber ist gut. Aber nicht auf Ex. Naja, aber weg. Ich wollte dir mal sagen, ich finde deine Musik super. Ich leider auch. Boah. Komm, Schatz, Steinschere, Papier und Huni. Fuffi, ich habe einen Fuffi jetzt, jetzt hätte ich griffbereit. Okay, Fuffi. Eine Runde. Ja. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Nee, ich denke Fuffi jetzt mal. Hier meine Bauunterlage. Wenn ich Geburtstag habe, ja, und ich will, dass du singst, was kostet es? Was denn? Um welche Umstände? Ja, ich habe Geburtstag und möchte. Meine Oma wird 90 und ich möchte den Arsch fixen. Ja, ich komm. Noch ein? Später, ja. Nee, jetzt. Okay, komm. Auf dich. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du hier bist. Oh, das sind halt doch ganz schön viel. Aber jetzt entspannt, oder? Aber jetzt beim zweiten bist du dann gewöhnt. Das war jetzt nur der erste, der so ist. Aber du hast den Geschmack immer noch im Mund. Ich trinke nur noch Moskau Mule und 43er Milch. Dann mach dir da Ginger Ale rein. Nein, du hast ja kein Ginger Beer da. Ginger Ale vielleicht aber. Ach, ist doch egal. Ja, Mann, das ist ein schneller Stoß, auch schneller weg. Jetzt Auftritt. Ja. Was ist der erste Song? Papa ist da, so ein Intro vom letzten Fällt Album. Fällt denn der Vorhang runter? Ja. Und dann ich gehe erstmal vor den Vorhang für den ersten Song, dann gehe ich dahinter und dann fährt der Vorhang und dann kommt mein Block. Und dann alle ausrasten? Ja. Ich hoffe, die rasten schon aus, wenn ich rauskomme und meinen Pimmel zeige. Machst du da irgendwie sowas wie irgendwie, und jetzt kommt Sido und dann kommst du dreimal nicht und beim vierten Mal kommst du? Ich mach keinen Quatsch. Quatsch gibt's bei mir nicht. Klamauk gibt's hier nicht. Wirklich nicht? Nee. Traurig. Doch, wenn ich aber das ist nur Klamauk für mich, den versteht ja auch kein Mensch. Ach so. Meine Witze versteht kein Mensch. Ich glaube, die sind auch gar nicht witzig, aber ich finde es halt witzig. Ja. Also du machst jetzt ganz normal Show, wann muss er rauf? Nee, 20 noch.
Es sind nämlich 10 nach. Das wäre doof, wenn 5 nach. In 10 Minuten. Nervös? Nö. Gar nicht? Nö. Stell dir mal vor, du kommst jetzt, gehst jetzt hoch, pupst und man weiß, du hast gerade Kohle. Dann muss ich lachen. Es kommt ein bisschen mehr mit. Dann muss ich lachen. Erstmal hört den Pups keiner. Ja? Das riecht keiner, die Bühne ist Open Air, das wird keiner riechen. Der Pups ist inkognito. Wollen wir noch eine Bombe trinken? Nein. Ich hol dich auf die Bühne zum Bombe trinken. Das war nicht abgemacht. Doch. Viel Spaß, viel Erfolg. Nein, Timo findet mit. Ja. Du kommst, wenn dein Name gerufen wird. Aaron. 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 Wenn dein Name gerufen wird, musst du kommen, ansonsten wird es peinlich. Und dann habe ich mir was ausgedacht bis dahin. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir holen den Jüngsten hoch und der bringt seinen Papa mit. So. Ja, gut, okay. Ich habe aufgepasst, da hinten ist ja der Kollege 10. Bring mal Papa mit und komm mal her. Hallo. Hallo. Mein Bester. Wer bist du? Jonas Oliver. Jonas Oliver ist 10 Jahre alt. Kipp einfach ein, wie viel jeder trinken soll. Halt mal. Oh, wieder Kleine. Warte, das geht aber so, das kennst du noch nicht. Das geht so. Prost, Leute! Prost, Tino! Ich hab noch nie gekifft. Das muss ich meiner Mutti erklären. Und wie war's? Gut, Mann, es war gut. Es war gut. Die Leute haben dich doch geliebt, Mann. Du bist Hey Aaron, Mann. Ja, danke. Siehst du? War echt gut. Warst du gut? Warst du ein bisschen aufgeregt, Mann? Nee, aufgeregt gar nicht, aber es war so für mich. Hast du gemerkt, dass die Leute freuen sich, dass du da bist, was im Bauch gehen? Ich hab nicht drauf geachtet, weil mit dir auf der Bühne stehen war schon schön. War geil, ne? Die waren sich schon? Ey. Ich kann was, ne? Deine Witze waren auch gut. Ja, davon habe ich heute nicht viel mitgekriegt, aber die waren... Die sind aber immer wieder neu, die sind spontan. Ja, die sind spontan. Du bist spontaner Witzmacher. Du bist ein alter Silberrücken. Und ich glaube, regelmäßig nimmst du die neuen Rapper am Nacken und führst die mal spazieren. Wenn sie Bock haben. Wenn sie Bock haben, ja, war gut. Also bist kann du ich mich kurz umziehen? Nee, wir machen jetzt Feierabend. Teda fährt nach Hause. Nee, du fährst bei mir mit, oder? Passiert da noch irgendwas Spannendes? Nö. Nee, dann machen wir Abmoderation. Machen wir Feierabend, ist Abmoderation, ja, gerade gesagt. Wie zufrieden warst du? Ich war sehr zufrieden, aber mit dir auch. Deine Performance heute, Bruder? Vielen Dank. Und warum nochmal Schnickschnack schon 100 Euro? Ja. Nee, warte, Würfel. Nein, warte. Schnickschnack Schnuck jetzt. Gustav, komm mal her. Stell mal eine Frage. Nein. Komm mal kurz her, kurz. Komm mal kurz her. Okay. Um 250? Nein, 100. Doch, 250. Nein, wir machen jetzt Männer. Wir machen jetzt 250. Nein, ich bin nicht 250. Und du denkst dir eine Zahl aus und wir tippen. Sag eine Zahl. Du denkst dir eine Zahl aus? Ja, denk dir eine Zahl aus. Hast du eine Zahl gedacht? Denk dir eine Zahl. Du darfst zuerst. 250. Mann oder Manuela? Nee, du darfst zuerst. 3. 4. 7. Ich hast du bei? Ja, ne? Doch, gib mal. Du hast mein Geld bei. Ich schick's dir bei PayPal. Nein, das war's ein Tag mit Sido. Bis zum nächsten Mal. Du hast gesagt, du hast Geld bei. Du hast Bargeld bei, hast du gesagt. Gib mir mal 250 Euro jetzt. Warum? Warte, das brauchen wir noch auf Kamera. Hab ich nicht. Doch. Wer nimmt die 7? Jetzt mal ehrlich. Glückszahl. Ich glaube, das sind 11 genommen. Den Rest kriegst du so bei PayPal, wenn ich beim nächsten Mal bei dir bin. Was ist das hier? Mehr hab ich nicht. Nee, warte mal. Du hast 1000 dabei, hast du gesagt. Geh noch mal zum Auto. Nee, du kriegst noch 50 Euro als Unze. Wirklich? Das sind 1 Gramm Gold. Okay, tschüss. Gut. Schönen gut. Tag noch. Tschüss. Mein Bester. Danke. Das hier ist unser Ofen. Der ist aus einer Badewanne gebaut. Okay. Und nicht ihr habt einen Badewannenfetisch. Ja. Wo kriegst du die Badewanne her? Von eBay Kleinanzeigen meistens. Gebraucht irgendwo ausbauen. Ey, ich finde, ja, also das Baumhaus ist ja sehr bekannt. Ja.